So, Harry, unterwegs, und zwar Sonnenland. Wir hatten ja schon einen Teil davon. Wir sind in Sonnenland hochgefahren am Mirador entlang, die Straße hier nach unten. Und jetzt geht es von unten die Straße nach oben. Hier rechts, da kommt man von der Hotelanlagen, von den großen Hotels in Meloneras, kommt man hier unterhalb vom Sonnenland an und fährt dann sozusagen diese eine Straße, die geht nur in eine Richtung, die fährt man dann entlang. Hier auf der linken Seite, wenn es soll, die Anlage, die sehr, sehr groß ist, die erstreckt sich, ich glaube, es sind um die 170 Bungalows. Da kann man auch langfristig mieten. Das heißt, langfristig heißt ein halbes Jahr, ein Jahr oder länger. Da wohnen viele Menschen auch fest. Eigentlich verkehrsgünstig. Bushaltestelle hier direkt vor der Tür. Hier gibt es auch noch mal einen Parkplatz. Und man kann dann hier, wenn man länger ist, auch gut leben. So, vor uns die Anlage Vista Dunas, also der Blick auf die Dünen. Und hier geht ein Fußweg. Der geht hier direkt runter auf die Straße, die dann nach Meloneras führt. Wenn man sieht, wie die hier langheizen, dann wundert mich, dass nicht mehr passiert. So, hier die Rezeption von Vista Dunas. Auf der linken Seite, wenn es soll, die Anlage, die immer noch weitergeht bis jetzt hier links. Und jetzt ist sie hier zu Ende. Auf der rechten Seite ist der Venus Star Resort, die Swingeranlage, die riesengroße. Ja, hier gibt es auch ein paar Privathäuser so zwischendrin, schöne Sachen. Hier auch wieder eine Bushaltestelle Vista Mar, also Meeresblick heißt die Anlage. Das sind auch schöne 4 oder 5 Bungalow-Reihen, schräg versetzt, Pool dabei. Jeder einen kleinen Garten, aber auf 2 Etagen natürlich mit Treppe. Hier ein Physiotherapeut. Ataitana Faro heißt die Anlage hier. Und hier rechts, die werden viele von euch kennen, diese Anlage. Hier hat man bestimmt schon einige Male gewohnt. Vista Oasis heißt die Anlage. Das war früher mal touristisch. Aber mittlerweile, glaube ich, natürlich auch alles privatisiert. Aber die ein oder anderen haben ihre Bungalows da und vermieten dann doch. Vista Oasis Minimarkt, ob es den hier noch gibt, kann ich euch nicht sagen. Vista Bonita, also schöner Blick hier auf der linken Seite mit dem Spar Supermarkt. Hier kann man also auch einkaufen. Hier hat man alle Supermärkte in der unmittelbaren Nähe. Hier oben, hier weiter unten nicht. Da gibt es eine Pizzeria. Und hier werde ich schon wieder begrüßt. So, und die Anlage ist auch sehr, sehr groß und bekannt. Vista Dorada, der goldene Blick. Und hier gibt es einen Vitalburger, einen gesunden Burger. Ja, da habe ich schon mal von gehört und jetzt haben wir es auch gesehen. So, und jetzt sind wir auch fast wieder oben. Die Calle Thomas Edison geht hier links ab. Vorfahrt achten. Und hier halten wir natürlich nochmal, weil hier haben wir einen traumhaften Blick und den möchte ich euch nicht vorenthalten. So, nicht aufs Hausdach, nein, sondern hier in diese Richtung. Ja, und hier links ist gleich ein Restaurant, wir fahren gleich vorbei und von diesem Restaurant innen hat man den Blick fast den gleichen wie jetzt hier, den ich euch hier zeige.
So, und da sieht man dann das Paraíso Mas Palomas in Playa de Inglés und dann sogar die Lichtmasten, das Stadion von San Fernando. So, um dieses Restaurant hier vorne geht's. Und da ist der Blick wirklich spektakulär. Ich weiß nicht, die haben renoviert, ob sie offen haben. Ich glaube ja, die haben nämlich außen die Terrasse. Und da auf diesem Niveau sitzt ihr dann und könnt dann runtergucken. Also einzigartig. Hier steht jetzt das Schild Chuletón Steak Burger Pizza. Also hier direkt an der Bushaltestelle. Gar nicht zu übersehen vis-à-vis. Genau vis-à-vis vom Surikan. Und hier gibt es auch einige Apartments zu vermieten. Langfristig 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr oder auch länger. Hier habe ich einen Bekannten, der ab und zu dann seine Wohnung auch noch frei hat. El Carretón heißt das Restaurant hier. El Carretón. Mir ist der Name nicht eingefallen. So, und jetzt haben wir es auch schon fast erreicht wieder. Hier oben geht jetzt die Straße geradeaus Richtung Playa de Inglés, Maspalomas, San Fernando oder hier links Richtung Tablero, Centro Comercial, Einkaufszentrum Tablero oder Sonnenland im Kreis. Hier nochmal das Mirador Hotel bei Dunas, Maspalomas. Und hier geht es jetzt bergab. So, hier steht noch 40 Stundenkilometer, das stimmt aber nicht mehr, denn hier auf dieser Straße sind es nur mehr 30 Stundenkilometer, denn keine Fahrspur in jeweils eine Richtung, ein Gehsteig etwas erhöht, heißt 30. Wenn der Gehsteig jetzt ebenerdig mit der Straße wäre, 20. So, wir fahren jetzt wieder Richtung Maspalomas, hier über den Kreisel. Und das mit den Kreiseln mag viele verwirren, aber im Grunde genommen ist es sehr, sehr schön, denn man muss kaum warten, man hat überhaupt keine Wartezeiten und keine lästigen Ampeln. So, und hier sind wir dann auch wieder direkt am alten Gebäude oder am alten Haus von der Gemeindeverwaltung. Da schaut es ganz böse aus, kaputte Scheiben, kaputte Vorhänge, alles kaputt. Also irgendwann wird man das Ding abreißen müssen. Geradeaus vor uns der Campo Internacional. So, und hiermit möchte ich auch dieses Video beenden und sagen, Harry unterwegs, heute mal Sonnenland Richtung Playa de Inglés, Maspalomas.